Wir haben das Jahr 1867. Und die Züge sind unterwegs. Die einen fahren zur Arbeit, die anderen transportieren die Passagiere. Alles läuft Hand in Hand. Alles langsamer, als man heute kennt. Alles etwas lauter und unbequemer. Aber es funktioniert. Und nach getaner Arbeit fahren die Züge in ihren Lokschuppen, wo sie über Nacht bleiben können. Geschützt vom Regen, Schnee und anderen Sachen. Der Lokschuppen, da sind sie gerne. Da können sie alle in Ruhe schlafen und sich ausruhen. Die Drehscheibe bringt die Zugibahn direkt zu ihrem Ziel. Und da kommt schon auch die nächste Zugibahn, die zu ihrem Lokschuppen nach Hause möchte. Sie ist ganz schön erschöpft und müde und ist auf dem Weg dahin. Nur noch ein bisschen, dann haben die es geschafft. Der Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Einmal die Drehscheibe richtig drehen, die Tür geht auf und ab in den Lokschuppen. So war das früher, alles kein Problem. Oh, hier kommt die schwarze Lokomotive. Auch sie ist fertig für heute. Und jetzt ist heute. Es sind ganz andere Züge auf der Strecke. Die fahren leiser, schneller und bequemer. Und irgendwann treffen sich der grüne Kranwagen und der lustige Brezelzug neben dem verlassenen Lokschuppen von 1867. Oh, hallo, wie geht's dir? Hallo, hallo. Ganz gut, und selbst? Ja, ich fahre hier rum, ich bin ein moderner Zug. Und was machst du, grüner Kranwagen? Ja, lass uns mal sehen, was das sein mag. Ja, lass uns mal sehen, was da drin sein mag. Ja, sehr gut. Oh, ganz schön kompliziert und schwierig. Aber der grüne Kranwagen scheint die Tür öffnen zu können. Was ist denn dann? Da sind ja noch alte Züge drin. Die sind ja alle da. Über 200 Jahre standen die drin. Von niemandem entdeckt worden. Mal schauen, ob man sie wieder in Stand setzen kann. Du musst doch schon richtig rausfahren. Was ist denn hier los? Was macht ihr denn? Wo kommen denn diese alten Züge her? Ja, wir haben einen Bahnhof entdeckt, der ist voller alter Züge. Jetzt werden wir sie rausholen und reparieren. Nun hatte die Zugibahn eine Idee. Sie wollten die alten Zugibahnen von 1867 aus dem Lokschuppen rausholen und reparieren, damit sie wieder fahren konnten. Ein nach dem anderen holte der grüne Kranwagen raus. Es war wirklich kompliziert. Aber der grüne Kranwagen ist einfach der Beste. So schnappte er sich die alten Zugibahnen aus dem Lokschuppen und transportierte sie zunächst einmal auf die Eisenbahnschienen. Dort verteilten sie sich alle und die moderne Zugibahn ließ die alte Zugibahn in die Werkstatt fahren. Da ging es auch schon los mit den ganzen Reparaturen. Es krachte, es wurde gehämmert und gesägt. Und die Arbeiten schritten voran. Alle haben sich gefreut. Doch plötzlich setzte ein Unwetter an. Es fing an zu regnen. Und aus dem Regen wurde ein richtiger Sturm. Die Zugibahnen hatten alle Angst. Sie schrien, hey Leute, ihr müsst zurück in den Lokschuppen. Ja, wer ist denn? Ich sitze hier fest. Jemand muss mich ausholen.
Und ihr müsst die alte Zugibahn unbedingt wieder mitnehmen. Sturm ist so heftig, wow, wow, der Sturm ist so heftig, das Donnerding ist so, wow, 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 also Blitz und Donner die ganze Zeit. Das hat aufgehört. Das hat aufgehört. Ja! Das Unwetter ließ langsam nach. Der Sturm ist vorbei, der Sturm ist vorbei. Der Regen hörte langsam auf und der Wind ließ nach. Die ersten Sonnenstrahlen kamen auch schon wieder raus und die Vögel fingen an zu zwitschern. Die Lokschuppentüren öffneten sich und die Zugibahn fuhr langsam raus. Sie war so glücklich, wieder draußen ja, zu sein. Alle fuhren raus, alle waren glücklich. Die einen fuhren wieder in die Werkstatt und die anderen freuten sich einfach, wieder draußen zu sein. Wir haben wieder Sonne und uns geht's wieder gut. Wenn dir Leons Zugibahn-Kanal gefällt, dann abonnieren doch gerne für weitere Folgen und um uns zu unterstützen. Oder lass einfach ein Like da. Oder stimme gerne bei einer spannenden täglichen Umfrage ab 15 Uhr im Community-Tab ab. Das war's, liebe Leute. Wir sehen uns in der Folge 15. Tschüss.